Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Keynote Get Your Pitch Together. Diese Session ist Teil des Product Months und die meisten, da ist irgendein Mikro an, die meisten von euch wissen, dass ihr den ganzen Juni über die Möglichkeit habt, an diesem Remote Festival teilzunehmen. Also es gibt verschiedene Workshops und Keynotes zum Thema Product Management. Und das Ganze wird vom internen Netzwerk Beats and Bytes organisiert und wurde initiiert. Oi, jetzt bist du weg. Genau, vielleicht ganz kurz vorab, diese Session wird aufgenommen. Solltet ihr damit nicht einverstanden sein, dass ihr im Video zu sehen seid, gebt uns gerne im Nachgang kurz Bescheid, eine kurze Slack-Nachricht oder E-Mail reicht aus und dann können wir euch noch nachträglich aus dem Video entfernen. Noch ein Tipp auch von mir, schaut auf jeden Fall mal in die Slack-Gruppe bei Beats and Bytes rein. Dort findet ihr auf jeden Fall noch jede Menge Informationen zu den anstehenden Events. Aber auch, da ist irgendein Mikro an, was mich voll rausbringt. genau, in der Slack-Gruppe findet ihr auf jeden Fall auch einen Link zum Miroboard und dort findet ihr auch nochmal Videos von den vergangenen Sessions, Informationen und auch eine Büchergalerie, also mit Büchertipps, ist auf jeden Fall richtig cool gemacht. Bevor wir zum Vortrag kommen, vielleicht so zwei Sätze zu mir, weil es kann sein, dass die meisten mich einfach nicht kennen. Ich habe nämlich erst im Januar angefangen, ich bin im Team von People and Culture und bin People Development Manager. Das heißt, ich mache so alles rund um das Thema Weiterbildung, Weiterentwicklung und der ein oder andere hat mich vielleicht schon in einem anderen Projektkontext gesehen. Ich habe da zahlreiche Projekte, in denen ich mitarbeite und eins der größten ist Universe, also mit den Change Agents. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. Da bin ich auf jeden Fall auch mit dabei. Ja, jetzt aber zum Vortrag Get Your Pitch Together und warum soll ich eigentlich meinen Pitch vorbereiten? Was hat das eigentlich mit dem Product Month zu tun und was ist mit Product Management gemeint und einem Pitch? Für diejenigen, die das nicht kennen, das gibt auch das Beats and Bytes Board, wo man die Möglichkeit hat quasi, wenn ich eine Idee habe oder ich habe ein Problem, kann ich dorthin gehen und meine Idee vorstellen. Und ja, das Beats and Bytes ist eine Initiative aus mehreren Abteilungen, verschiedene Personen, die ein Gremium erstellt haben und dann quasi sich diese Vorstellung der Idee oder dem Pitch angucken und dann eben sagen können, hey, das hat Zukunft, das finden wir gut, dafür gibt es Budget oder das können wir umsetzen oder eben nicht. Und um es mal ganz drastisch zu sagen, ohne Pitch no money, das heißt, wenn ich meinen Pitch richtig gut mache und meine Idee gut verkaufe, dann, dann sieht es auch sehr gut aus, dass das Ganze auch nachverfolgt wird und da sich kluge Köpfe auch mit auseinandersetzen. Wie kann ich jetzt diesen Pitch gut vorbereiten? Wir haben uns einen mega Gast eingeladen, Alex Nicolai, du bist Product Owner, du bist Ideation Council Lead bei Axel Springer und du brennst wie keine andere für das Thema Innovation und optisch geil aufgemachte Präsentation. Was ein Ideation Council bei Axel Springer ist und wie man jetzt eine Idee richtig pitcht, das erklärst du uns in der nächsten Stunde. Ich freue mich riesig, dass du da bist und the stage is yours. Dankeschön, danke für die Einleitung und ich finde es, also vorab schon mal, ich finde es total cool, dass ihr auch sowas habt, wo ihr halt eure Ideen vorstellen könnt, dann Geld bekommt, um dann daran zu arbeiten in irgendeiner Form, die dann der Idee geschuldet ist. Das sind eigentlich die Unternehmen, in denen man sein möchte. So erstmal full stop. Und wir haben bei uns halt auch ein ähnliches, ich bin mit Rosanna ins Gespräch gekommen, wir haben ein ähnliches System bei uns. Alex, hi. Ich habe mir das Thema auf den Leib geschrieben. Bei uns das Ideation Council, das was klingt wie bei euch das Beats and Bytes, zur Ausgestaltung, wie dieser Prozess ablaufen könnte und wie wir das Ideation Council, so nennen wir es, das Axel Springer Ideation Council, wie wir das halt für die Kollegen so gestalten können, dass jeder von unseren Kollegen eine Idee pitchen kann,
vor diesem Council ein tolles Voting bekommt und im Anschluss daran arbeiten kann und dann diese Idee dann halt für den Konzern, für die größere Springer-Familie dann halt sogar gewachsen streuen kann, sodass wir das halt fürs Unternehmen dann gewinnbringend platzieren können. Damit beschäftige ich mich den ganzen Tag. Der geilste Job ever. Also ganz ehrlich, ich kann mir im Moment nichts Besseres vorstellen als das. Den Leuten dabei zu helfen, ihre Ideen voranzutreiben und ihnen beizubringen, wie sie sich dann vor eine Runde stellen und das Ganze halt auch pitchen. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Genau. Im Grunde bin ich dann auch schon nämlich beim Lasst es uns einfach halten, let's kiss. Ich werde euch ein bisschen was erzählen, warum wir das halt bei Springer so machen und auch hinterher, wie wir es bei Springer so machen mit dem Thema Pitchen. Was ihr beachten müsst, wenn ihr das größere Thema halt vor Augen habt, also wenn ihr euch dann mit eurer eigenen Idee oder mit dem Problem, mit dem ihr euch da auseinandersetzt, was ihr da beachten müsst, ein bisschen das Thema Zielgruppe und dann auch schon wieder relativ tief dann in dieses Wie macht man es, damit man halt sein Gegenüber dann bei Laune hält und dann trotzdem eine kleine Geschichte erzählen kann. Und auf los geht's los. Genau. Warum? Wie ich eben schon erzählt hatte, wir haben bei Springer die Möglichkeit gehabt, ich bin in einer kleineren Unit groß geworden bei Axel Springer, nämlich bei der Ideas Engineering, die mal zur IT gehört hat und heute zur National Media and Tech gehört. Und da sind wir zur Section geworden. Und vorher hatten wir so einen kleinen Innovationsprozess, just for us. Jeder Kollege konnte zu jeder Zeit halt sich hinstellen und seinen Kollegen im kleineren Umfeld eine Idee vorstellen und dann sagen, kriege ich ein Go oder ein No-Go, damit wir diese Idee ausprobieren und einen kleinen Prototypen daraus machen. Dann haben wir festgestellt, das funktioniert super. Prototypen entwickeln macht Spaß. Idee zum Leben zu erwecken macht Spaß. Was wir noch nicht so gut in diesen ersten Schritten richtig gemacht haben oder was noch nicht so gut funktioniert hat, war, dass wir dann diese Idee nehmen und dann halt den anderen Units dann korrekt und interessant präsentieren, sodass dann halt die Units sagen, will ich haben, reiße ich dir sofort aus den Händen und das ist das, was jetzt uns in die nächste Phase bringen wird und das Unternehmen halt wachsen wird dadurch, beziehungsweise die Unit wachsen wird. Das haben wir eine Weile beobachtet und wie man das halt so tut in der agilen Welt, iteriert man und stellt dann fest, oh, das funktioniert noch so, der Anfangsprozess ist cool, am Ende funktioniert es noch nicht so gut und haben dann das Ideation Council ins Leben gerufen. Und da gehen wir sehr systematisch vor. Ich sammle Ideen ein, ich renne durch den ganzen Konzern und erzähle den Leuten, dass das Ideation Council cool ist und setze Brainstormings an und spreche mit Menschen und frage sie nach ihren Problemen und biete die Couch an und ähnliches, um möglichst ihnen aus der Nase zu ziehen, was sie so den ganzen Tag umtreibt. Dann bereite ich mit ihnen zusammen die Dokumentation vor, die wir dann benötigen für eine Umsetzung, falls ihre Idee Anklang findet. Und wenn sie dann fit sind für den Pitch, gehen wir zusammen in dieses Council. Ich organisiere dieses Council und sie stellen sich dann hin und pitchen ihre Idee vor einer Gruppe von Experten. Damit ist gemeint, crossfunktional, es sind Businessleute dabei, UX, Development, wir haben Data mit dabei. Also wirklich eine breite Spanne an Qualifikationen, die wir dort am Tisch haben. Es sind nicht nur Businessleute, die dort sitzen und eine Entscheidung treffen. Dann stellen Sie diesen Pitch vor und dann bekommen Sie eine bestimmte Punktzahl zwischen 1 und 10. 7 Leute voten und wenn Sie über eine bestimmte Schwelle drüber sind, wird dann in die Umsetzung gegangen. Das ist dann der Typ mit dem Schraubenschlüssel hier in der Mitte bei dem Bild. Und wenn es dann in die Umsetzung geht, entscheiden wir, ob das halt eine Umsetzung wird zwischen einer Woche und einem Monat ungefähr. Das hängt immer ein bisschen von der Idee ab. Ist das gelaufen und wir haben das getestet mit Usern, schauen wir uns dann an, was haben wir dort eigentlich erarbeitet? Was ist der Mehrwert, der danach fürs Unternehmen bei rausspringen kann und den Mehrwert beweist? Und starten dann halt eine Art Roadshow durch den gesamten Konzern und versuchen das überall vorzustellen. Hey, wir hatten diese coole Idee, das ist das, was dabei rausgekommen ist in diesem einen Monat. Ne, das ist nicht das vollständige Produkt, aber es ist ein Prototyp, der dabei entstanden ist. Und das kann dieses Ding für deine Unit erreichen. Und wenn wir das haben und wir haben die letzten zwei Schritte laufen parallel und wenn wir an dem Punkt sind,
suchen wir auch bei den Sachen, die richtig vielversprechend sind, suchen wir dann ein Team zusammen, was sich dann zusammensetzt und einen Business Case daraus strickt, um das Ganze im Unternehmen zu skalieren. Meistens ist es so, dass wir haben einen Case zum Beispiel gehabt zum Thema Real Estate, also zum Thema Wohnungen und Häuser. Wir haben mehrere solcher Units bei Axel Springer im Portfolio und deswegen macht es Sinn, nicht nur mit der einen zu sprechen, sondern auch mit den anderen und zu schauen, wo die Synergien liegen, damit man das Ganze halt gewinnbringend für den gesamten Konzern dann ausbauen kann. Genau, soweit zum Ideation Council, so funktioniert bei uns der Prozess. Das ist jetzt erstmal sehr trocken. Warum? Weil so sind Prozesse, können Prozesse sein, müssen aber nicht. Aber ja. Jetzt mal so. So funktioniert das. Und ich kümmere mich die ganze Strecke immer um den, wir nennen sie Ideators. Ich habe extra recherchiert, das ist so cool, weil es mit dem Terminator, ich freue mich schon so, das Marketing dafür zu machen. Ich das neulich bei einem Kollegen nachgefragt habe. Ich sage, was ist das beste Wort dafür? Bei einem Native Speaker. Und der sagte Ideator. Und ich so, ja, geil. Und das heißt, ich freue mich schon darauf, diese Kollegen jeweils immer vorzustellen und dann halt sie auch ein bisschen so in Spotlight zu packen, in den Fokus für alle zu packen, damit sie ja auch ihre Idee dann weitererzählen können im Konzern. Das bleibt ihre Idee. Ich helfe Ihnen nur dabei, das Ganze, und nicht nur ich, das ist ein ganzes Team, was dahinter hängt. Wir arbeiten zusammen in der ganzen Geschichte, Sie dahin zu bringen, dass Sie das pitchen können. Und jetzt kommen wir zu dem, was euch auch interessiert, nämlich Pitchen, habe ich gehört, weil ihr das auch tut. So, wer von euch hat so eine Idee wie, lasst uns Facebook erfinden, 2, 3, lasst es uns anders nennen. Aber eigentlich möchte ich ganz gerne so ganz, ganz tief dir schon erzählen, was dieser Service, der da irgendwie was mit Facebook zu tun hat, so hier guckst du, das hier klein, dieses kleine Element möchte ich schon mal gerne lösen, weil hier kenne ich mich aus, das ist meine Expertise. Wenn ihr das tut, wenn ihr anfangt, euch mit eurer Idee zu befassen oder mit eurem Problem, was ihr habt, euch zu befassen, das, was euch umtreibt und euch im Kopf rumschwebt, versucht, die Vogelsicht zu sehen. Also versucht eher in den Helikopter zu springen, nach oben zu fliegen und euch das Problem von oben anzugucken und zu schauen, was ist jetzt hier das Bigger Picture tatsächlich. Warum? Weil im Zweifel wird euer Gegenüber, und das ist dann ein weiterer Teil, mit dem wir uns befassen, nicht verstehen, was ihr ihnen da mikromäßig dann halt erklären wollt. Das heißt, ihr müsst erstmal das Ganze in einen Kontext packen. Und das macht sich ganz gut, wenn man es eben aus der Helikoptersicht dann erklärt. Genau, das ist so Schritt 1. Was noch? Huch, da ist jemand. Darius. Was noch? Erzählt ihnen, wenn ihr dann nachher euren Pitch bringt, gibt es immer auch Dinge, die ihr nicht im ersten Schritt Dinge, die nicht gelöst werden können im ersten Schritt. Ihr wisst, ihr müsst ein Login bauen, ihr habt keine Zeit dafür, weil das Ding dauert halt nur einen Monat, oder ihr müsst irgendeine komplexe Geschichte lösen. Sagt ihnen, dass ihr wisst, dass das benötigt wird, aber dass das etwas ist, was später in einer späteren Iteration kommt, oder wenn ihr wisst, dass es Schwierigkeiten gibt, sprecht darüber. Das ist etwas, was halt Glaubwürdigkeit mitbringt und was wichtig ist, damit die Audience auch mitkriegt, dass ihr eure Hausaufgaben gemacht habt. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt, den man halt mit einstreuen sollte, der aber gerne vergessen wird. Was habe ich als nächstes drauf? Ach genau, und dann das mit einer der wichtigsten Sachen, wenn ihr über das Thema sprecht. Es ist ja nicht nur so, für die, die mit dem agilen Thema sich viel beschäftigt haben, man hat dieses Bild im Kopf von dem Skateboard. Ich möchte trocken zur Arbeit kommen, deswegen Skateboard, Auto, Regenschirm, was ist eigentlich das Thema? Wie bringe ich jemandem bei, dass das, was ich da bauen möchte, meine Wasserflasche, die ich bauen möchte, ja so super cool ist und sie es auch lieben werden? Da müsste man sich halt was überlegen. In jedem Case ist es halt ein bisschen anders. Ich mag persönlich nicht so gern das Wort MVP, Minimal Viable Product, ne, es überlebt, es kann so vor sich hinkriechen, sondern warum hat es die Glubschaugen von Disney oder was ist es, was nachher dann den Kunden, den User und auch deinem Gegenüber, bei dem du pitchst, dann begeistern wird. Das ist wichtig, weil wer ein Produkt liebt, der kommt dann auch wieder und nutzt es auch wieder, selbst wenn es noch nicht ausgereift ist. Genau,
Und dann sind wir eigentlich auch schon bei, mit wem rede ich eigentlich? Es ist wichtig zu wissen, mit wem ich da zu tun habe. Die zwei hier auf dem Bild, da links, rechts, die zwei hier auf dem Bild haben viel gemeinsam. Sie schlafen gerne den ganzen Tag und einen halben Tag. Sie ernähren sich von irgendwas und naja, sie verrichten so, was sie so tun den ganzen Tag. Und trotzdem, der eine wird dich wahrscheinlich verstehen und der andere, der wird halt viel interpretieren. Und deswegen ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, wenn man dann so eine Jury hat oder wenn man einem Board erzählt, was der Pitch, also was das Thema ist und was ich gerne dort bauen möchte. Macht euch klar, sind das Business-Leute, die da sitzen? Sind das UX-Leute, die da sitzen? Muss ich beide berücksichtigen? Essen die Nüsse? Essen sie Orangen? Was genau treibt die um? Weil ihr euch in dieser Form dann halt auch auf euren Pitch vorbereiten könnt, wenn ihr diese Infos dann schon zur Verfügung stellt und den Pitch schon so aufbereitet. Wenn ich nämlich mit einem Businessmenschen erzähle ich dem andere Dinge, als ich in einem UX-Menschen erzähle. Die Fakten müssen dieselben sein, aber die Nuancen sind dann andere. Geheimnisse. So ein paar Geheimnisse, die mir so in dem, auf dem Weg begleiten, die mich so auf dem Weg begleiten, die ich wichtig finde. Ich hätte jetzt auch eine simple Präse machen können mit schwarzem Hintergrund oder weißem Hintergrund oder grünem Hintergrund und habe aber gedacht, auch auf die Gefahr hin, dass ihr plemplem werdet, weil die ganze Zeit diese Lichter halt am... Es ist wichtig, dass man reinkommt und ein bisschen lacht, ein bisschen unterhalten wird, die Show genießen kann. Pitchen ist eine Show. Nutzt das für euch. Überlegt euch, ich habe neulich einen total genialen Pitch gesehen auf dem Hackathon bei Springer. Die Kollegen haben eine nette Geschichte erzählt und die Präsentation ist im Grunde, es ging um einen spielerischen Ansatz, wie man Inhalte nachher dann vermarkten kann. Und sie haben dafür halt Super Mario verwendet und das ganze Thema mit dem Gaming ausgereizt. Das ist cool, das unterhält, das führt die Audience dahin zurück, wo sie selbst halt Spaß gehabt haben und damit, also zumindest mich hatten sie sofort damit. Vielleicht ist es gar nicht der beste Pitch von all den Pitches, die stattfinden, aber sie haben mich wohlgestimmt und damit hatten sie mich auf ihrer Seite. Das fand ich total cool. Katzen funktionieren nicht bei jedem, habe ich auch gelernt auf diesem Hackathon. Und mal abgesehen davon, dass es wichtig ist, sie zum Lächeln zu bringen, muss man ihnen erklären, warum werden die User denn lächeln zum Schluss. Also wieder dieses in das Lieben rein. Warum wird der User dieses Produkt lieben? Ob das jetzt ein interner User ist oder ein externer User ist. Warum wird die Abteilung mein B2B-Produkt mögen? Warum wird der Kunde draußen dieses Produkt mögen? Das ist völlig irrelevant, für wen ihr das baut. Wichtig ist, irgendwer muss das ja nutzen, wird das nutzen. Und wenn es nur eine API ist oder wenn ihr nur API zu API baut, trotzdem ist es ja etwas, was halt von der anderen API leicht konsumiert werden kann, einfacher konsumiert werden kann oder, ne? Also da in den Gedanken reingehen, das ist wichtig. Und ja, was haben wir gerade gelernt? Das schmeißen wir jetzt alles zusammen in ein ich sag mal gerne so Kartoffelpüree aus der Tüte, ja, und machen jetzt Mashed Potato draus. Das wenden wir jetzt einmal an. Und zwar beschäftigen wir uns damit, wie wir ihnen das Ganze servieren, wie der Kartoffelpüree auf den Tisch kommt. Ohne, also so sexy es eben geht, ne? Kartoffelpüree eben. Wir beschäftigen uns damit, ihnen zu erzählen, wo unsere Inspiration herkam. Und ich werde das nachher in einem kleinen Beispiel anwenden für euch. Warum funktioniert denn diese Idee? Warum ist das etwas, was halt kleben bleiben wird bei den Usern? Mal abgesehen von dem schönen Faktor, von der schönen Schleife, die man vielleicht noch mit hinzuhaben möchte. Welches Problem möchtet ihr damit lösen? Ist auch ein Ansatz, wie man es fahren kann. Aber Inspiration ist etwas Positives. Niemand wird euch eure Inspiration abtun. Ein Problem kann man wegdiskutieren. Ja, das ist doch gar kein Problem. Das ist vielleicht dein Problem. Aber es ist eine Inspiration gewesen. Wer kann mir sagen, dass du so inspiriert gewesen bist, also die wenigsten Menschen werden dagegen sprechen. Das ist nicht, nicht trivial, das ist Psychologie an der Stelle. Und, ups, hier bin ich ausgerutscht, das sollte Information heißen. Seht ihr, so passiert das mit den Fehlern. Das sollte oben in der Headline Information heißen, weil wir müssen ja alle unsere Hausaufgaben machen. Ich möchte, nachdem ich Ihnen erzählt habe, was meine Inspiration gewesen ist, nämlich Hintergründe mit verrückten Neonröhren,
möchte ich gerne meinem Gegenüber erklären, warum das halt so eine coole Sache ist, weil ich glaube, dass ich die Leute mehr damit entertainen kann, als wenn ich halt den schwarzen, simplen Hintergrund habe. Das ist jetzt in meinem Kopf so. Und ich habe das getestet. Ich habe bei LinkedIn eine kleine Umfrage gemacht. Die Leute haben, das ist jetzt gelogen, die Leute haben gesagt, sie lieben das, weil, ich habe ihnen die Worte ein bisschen in den Mund gelegt. Hm? Keine Statistik, die man nicht selbst, und so weiter. Am Ende des Tages, Phrase nach der anderen, am Ende des Tages, ist es so, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe und ich das begründen kann, was ich dort bauen möchte oder was meine Idee halt unterstützt, beweise ich eben, dass ich halt beweise ich erstens, dass ich jemand bin, der, auf den man sich verlassen kann und der seine Hausaufgaben gemacht hat. Das ist ebenfalls, das ist ohne einfach nur hinzugehen und zu sagen, lass uns Facebook 2 bauen, Punkt, wird einem nicht viel bringen. Die Leute werden fragen, warum? Es gibt ja auch Fragetechnik. Warum möchtest du denn das? Warum glaubst du, dass du das und das lösen kannst damit? Warum? Und spätestens beim 5. rastet man dann irgendwann aus. Been there, done that. Impediment. Ich habe hier keinen Hürden-Dingsbums, aber manchmal fühle ich mich so. Es ist wichtig, den Leuten auch zu erklären, dem Publikum auch zu erklären, wir machen das übrigens noch nicht, weil, haben wir vergessen, haben wir nicht auf dem Schirm gehabt, ist etwas, was noch nie gemacht wurde. Die Technik war noch nicht so weit. Oder wir haben das schon mal gemacht, vor 15 Jahren war das schon mal so weit, wir hatten das Fax ausgetauscht gegen das E-Mail heißt das andere, ne? Ja. Also Fax gegen E-Mail ausgetauscht, das war total cool und heute kommunizieren wir über WhatsApp und Co. Ich glaube, dass die Zeit damals noch nicht reif dafür gewesen ist und deswegen ist es nicht so cool angenommen worden. Also überlegt euch auch eine Geschichte, warum das heute noch nicht so gemacht wird. Wer es macht vielleicht auch, die Konkurrenz sich mal anschauen beziehungsweise sich den Markt anschauen. Was machen die anders und warum funktioniert das vielleicht auch gar nicht für euch oder funktioniert das für euch in Zukunft? Genau. Und genau. Wobei kannst du mir eigentlich helfen, damit ich dieses Problem aus dem Weg räume oder dieses Thema löse? So, ich hoffe, mein Screensaver geht nicht demnächst an. Impact. Und dann last but not least, alles, was die Leute hören wollen im Grunde ist, was bringt es mir denn? Du hast diese tolle Idee. Lass uns eine, ich nehme wieder die Wasserflasche in die Hand, das ist jetzt gerade so einfach. Lasst uns die Wasserflasche bauen. Und dann werden sie fragen, ja, aber warum? Na, weil ich sonst verdurste auf der Bühne. Ich werde sonst verdursten auf der Bühne. Aber was habe ich denn davon? Na, du könntest die Wasserflaschen hinterher dann vermarkten und regelmäßig verkaufen und so weiter und so. Sie wollen wissen, was Universal davon haben wird, was euer Team davon haben wird, was ihr davon haben werdet, was People and Culture, HR, ich bin mir immer nicht ganz sicher, wie das gerade neu genannt wird. I'm from the past. Also von daher, erzählt ihnen, warum das wichtig ist und nehmt euch die Zeit und schreibt es runter. Und mit runterschreiben meine ich, macht euch erstmal eine Liste. Das kann durchaus, manchmal hat man es morgens unter der Dusche, fällt es einem ein oder man schläft drüber. Das ist manchmal ein Prozess, das ist nicht sofort da. Ne? Bam, 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 die Fakten, das weiß man relativ schnell. Aber manchmal muss man das Ganze so liegen lassen für eine halbe Woche und dann fallen einem noch mehr Sachen ein, die halt zum Vorteil gereichen, wenn man diesen Pitch vorbereitet. Und zum Schluss muss ich sagen, an der Stelle ist das Interessanteste überhaupt, eine tatsächliche Geschichte zu bringen. So, ich habe dick und doof, nein, das ist nicht dick und doof, sorry, mir ist gerade nichts Besseres eingefallen, das sind Stella und Max. Stella ist die Kleine mit der Zunge und Max ist der weiß-rote Kater. Und Stella und Max sind... Und ich pitche euch jetzt das, was ich gerne hier gebaut hätte. Stella und Max sind zwei Katzen, die ich liebe. Sie gehören nicht uns, sie gehören unserer Nachbarin aus dem Erdgeschoss. Wir wohnen im 3. Stock. Und Stella und Max habe ich irgendwann mal, indem ich sie halt häufiger gefüttert habe, daran gewöhnt, dass sie zu uns hier in den 3. Stock hochkommen. Nun ist es so, dass sie besonders gerne hochkommen, auch mitten in der Nacht, auch mitten am Tag. Aber ich habe ja nicht immer die Fenster offen. Und ich kriege ja nicht immer sofort mit, dass diese Katzen halt hochkommen wollen. Und manchmal sind das minus 5 Grad auch in Berlin. Und ich möchte nicht, dass diese Katzen draußen vor der Tür stehen. Will ich nicht, weil ihnen kalt ist. Was haben wir also getan? Wir haben uns überlegt, wie wir dieses Problem aus dem Weg schaffen, dass die Katzen draußen erfrieren.
indem wir uns zusammengesetzt haben und ich habe gesagt, ich hätte gerne so eine Katzenklingel. Ich möchte, dass sie, wenn die Katze vor der Tür steht, mir hier das gesamte Smart Home erzählt, dass diese Katze vor der Tür steht. Und so ist es heute auch. Wir haben es dann als Prototyp gebaut und dann später auch ausgebaut, sodass wir daran arbeiten konnten. Und ihr fragt euch, wem habe ich es gepitcht? Meinem eigenen Hubby. Ich habe gesagt, ich will eine Katzenklingel. Und er hat gesagt, bist du dir eigentlich im Klaren darüber, was du dir da wünschst, dass jedes Mal, wenn eine Katze vor der Tür steht, es klingelt? Und ich so, ja. Ja. Und so ist es. Heute Nacht um 2, heute Nacht um 4, heute Nacht um und so weiter. Denn manchmal ist es Heaven and Hell, was man sich dann zusammengebaut hat und sich dann gewünscht hat. Die Moral von dieser Geschichte ist, ich bin nicht hingegangen und habe gesagt, ich möchte, dass du mir etwas baust, was, oder ich möchte, dass wir jetzt etwas bauen, was. Sondern ich habe gesagt, ich kann nicht, ich halte es nicht aus, wenn die draußen vor der Haustür heulen, weinen, erfrieren. Ich kann das emotional nicht. Es tut mir leid, es bringt mich um. Und dann hat er sich mit mir hingesetzt und an dem Problem gearbeitet. Und das ist das, was halt diesem Pitch geholfen hat. Das ist jetzt sehr privat. Nicht weitererzählen. Aber es ist die Wahrheit. Das ist es, was wir getan haben. Ich habe mir eine Geschichte drumherum erzählt, warum es mir so wichtig ist, dass diese Katzen nicht draußen erfrieren. Im Moment ersticken sie vermutlich bei den Temperaturen draußen, aber es ist so. Und jetzt muss ich mit den Konsequenzen leben, dass ich um 4 Uhr morgens halt plötzlich Katzen reinlassen muss in die Wohnung. Aber so ist es. Das habe ich mir so ausgesucht. Geschichtsstunde zu Ende an der Stelle. Ja, echte Fragen, die mal im Ideation Council und überhaupt während meiner Pitches und anderer Leute Pitches gestellt wurden. Warum willst du das eigentlich gebaut haben? Welches Problem möchtest du damit erschlagen? Glaubst du, dass das eine Marktreife erreichen kann? Ist es nur ein Prototyp, den du da möchtest? Das sind alles so Fragen, die kommen, aber am häufigsten ist es eben dieses Warum. Ganz häufig kommen die Leute und fragen, warum? Und was glaubst du, kannst du damit erreichen? Das sind so die Nummer 1 Fragen, die kommen und die auch, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat, gut vorbereitet auf den Pitch man dann reingehen kann und mit Selbstbewusstsein beantworten kann. Wenn man das nicht tut, dann, und die Situation hatte ich auch schon ganz häufig, als ich damit angefangen habe, dann reagiert man selbst halt relativ, also ich für meinen Teil habe relativ irrational reagiert, dass ich dann halt irgendwann so, ja, aber warum kann ich nicht Teufel und Engel auf meiner Schulter sitzen haben und du kannst mir das nicht mit AR bauen und ich kann die Magic League nicht und meinen besten Freund hier und so weiter haben. Ich weiß, dass es gehen muss, weil, und dann breche ich aus und meine Stimme wird immer höher und man merkt, dass ich so durchatmen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass da Akzeptanz von der anderen Seite kommt. Und dann werde ich nervös und fange an zu flattern wie so ein Huhn. So ist meine Reaktion. Fangt an, euch selbst zu beobachten, wie ihr reagiert. Das ist deswegen wichtig, weil ihr euch unglaubwürdig und nachher dann gebt, wenn ihr sowas nicht übt. Wenn ihr dann anfangt mit den Händen und wenn man emotional wird, dann hat jeder eine andere Körpersprache und so, umso ruhiger und entspannter man ist und man das mit Spaß. Aber ich werde dann relativ schnell sehr hochtönig. Ja, das sind so die fiesesten Situationen auf meiner Seite gewesen. Oder, was mir auch schon passiert ist, dass ich etwas gepitcht habe und dann so da stand und plötzlich war alles, was ich gemacht habe, weg. Und dann muss man irgendwie eine Routine entwickeln. Das sind dann Sachen, die geübt werden müssen, eine Routine entwickeln, um darüber hinwegzuschauen. Ja? Um irgendwie einen Witz, den man sich beiseite gelegt hat. Ich habe so ein Beispiel im Ideation Council, das bringe ich immer bei uns in den Talks. Ich kann dir helfen bei allem, was digital ist. Aber wenn du bei uns in der Mensa nur noch Chicken Crossies haben möchtest, da kann ich da nicht helfen. Und Chicken Crossies, da muss man wissen, wenn Chicken Crossies bei Axel Springer an der Mensa sind, dann schnell um 11.30 Uhr, weil um 12 Uhr ist vorbei. Da kann ich aber nicht so wirklich helfen. Und die Story packe ich halt immer aus an der Stelle, wenn ich so nervös werde. Ja, soweit. Habt ihr denn Fragen? Boah, vielen, vielen Dank erstmal. Also ich muss hier die ganze Zeit lachen. Also das mit den Chicken Crossies, das ist schon High Level. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, hebt die Hand, schreibt sie in den Chat.
Ihr könnt dann auch gerne hier in die Bühne kommen, hier wo ich gerade bin. Das ist sehr fancy. Ich habe aber auch noch einige Fragen. Und du hast nämlich gerade die Geschichte mit den Katzen erzählt und dann hast du auch gesagt, dass du, dass ihr euch dann mit dem Problem auseinandergesetzt habt. Und wir reden ja die ganze Zeit darüber, wie ich eine Idee richtig pitchen kann. Was denkst du, was ist wichtiger, mich jetzt eher darum zu kümmern, eine Idee irgendwie auszureifen und die dann gut zu präsentieren oder mich wirklich erstmal mit dem Problem auseinanderzusetzen? Also womit muss ich mehr Zeit verbringen? Es kommt so ein bisschen darauf an, was das eigene Framework so hergibt. Und mit Framework meine ich, was das eigene Regelwerk, was man sich auferlegt hat. Wenn es heißt, es muss komplett und vollständig sein und vorher kann ich keinen Pitch einreichen, weil das sind genau die Kriterien, die ich brauche, um das bewerten zu können als Gremium, dann musst du vorher dich mit dem Problem, mit dem Thema richtig auseinandergesetzt haben. Schöner ist es aber, meiner Meinung nach, und jedes Unternehmen handhabt das ja anders. Schöner ist es aber, wenn man initial mit jemandem ins Gespräch kommt und sagt, das ist meine Idee, ich suche mir einen Partner, mit dem ich das ein bisschen hin und her bouncen kann und dann gehe ich auch schon los und stelle das vor. Weil ich kann auch 6 Monate an einem Pitch arbeiten und dann kriege ich nö. Was ist vergeudete Arbeitslebenszeit? Nee, das stimmt nicht, weil ich daraus gelernt habe. Nichtsdestotrotz hätte ich schneller Feedback bekommen können und darauf kommt es ja an. Wir alle wollen schnelles Feedback bekommen. Lieber schnell einen Pitch vorbereiten und so unkompliziert wie irgend möglich. Ich nutze dafür gerne diese 4 I's, Inspiration, Information, Impediment und Impact, anstatt jetzt sich ellenlange Pitch-Decks zurechtzulegen, die dann Wochen brauchen, bis sie vorbereitet sind. Wie konkret sollte die Idee denn sein? Also wenn du sagst, es kann noch, ich habe einen Gedankenblitz, soll ich dann sofort hingehen und mich so 5 Minuten vorbereiten und losgehen? Oder was sagst du, welche Rahmenbedingungen sollten dann schon stimmen oder sollte ich schon beantworten können, bevor ich den Pitch quasi angehe? Es muss verständlich sein. Ich hab solche Situationen, wo ich halt ich hatte neulich mit einer Kollegin gesprochen, die hat eine super Idee gehabt, wirklich eine tolle Idee. Und ich hatte es begriffen und dann haben wir noch jemanden mit hinzugeholt und die fing dann so an, im Meeting zu schauen. Und wenn der Blick kommt, dann merkt man, die Leute haben es nicht begriffen. 1-2 Leute nehmen üben und denen die Idee erzählen oder gerne auch. Ich weiß, viele wollen damit nicht raus, weil sie sagen, das wird mir sonst. Eine Idee zu erzählen ist nicht das, womit die Leute dann losrennen und diese dann die Umsetzung ist das, was nachher dann zählt. Weil es gibt viele Menschen, die haben viele Ideen und die arbeiten nie daran und deswegen bleiben es nur Ideen. Ich bin ein Fan davon, jemandem davon zu erzählen, das zu validieren in Form von, er hat es begriffen und dann durch dieses aktive Zuhören, was hast du denn verstanden? Ich habe verstanden, du möchtest Facebook nachbauen. Und zwar den und den Teil davon, nämlich den Like-Button oder was auch immer es ist, was du da bauen möchtest. Und das möchtest du tun, weil so und so. Also aktives Zuhören mit ihnen üben, damit man auch weiß, was drüben angekommen ist. Wenn du sagst, was drüben angekommen ist, ich meine, dieses Gremium ist ja, was bei Axel Springer wahrscheinlich auch, viele verschiedene Leute vom Business, Tech, vielleicht auch HR oder People and Culture. Also es gibt super viele verschiedene Needs und Perspektiven. Wie kann ich mich denn darauf vorbereiten, eben all diese Brillen aufzusetzen und dann meine Story so zu verpacken und so zu verkaufen, dass ich auch jeden damit abhole? Das ist eine großartige Frage. Warum ich sie so mag, ist, ich bin genau mit, ich bin vor 2 Jahren mit so einem Axel Springer Programm in Silicon Valley gewesen und habe mir genau sowas angeguckt. Wie kommen eigentlich größere Firmen von Idee zu Prototyp und von Prototyp zu Produkt? Und habe mir angeschaut, wie auch andere Firmen diesen Innovationsprozess und diese Ideen einsammeln und validieren. Und was ich für Springer jetzt für die erste Iteration mitgebracht habe, um das zu testen, um es so einfach wie möglich für alle Zielgruppen aufzubereiten, ist tatsächlich den Amazon-Prozess zu nutzen und zu sagen, man schreibt eben eine Pressemitteilung und die Pressemitteilung muss so sein, als würde ich sie morgen in der Zeitung lesen.
Und jeder Mensch, der morgen irgendwie die Zeitung liest, muss begreifen, was ich dort versuche zu erreichen. Und da, so klar muss es formuliert sein. Ich nehme ganz gerne auch meine Mutter als Versuchskaninchen übrigens, weil sie so, also nicht, weil sie nicht technisch ist, mehr Kulpa, aber wenn ich es geschafft habe, ihr zu erklären, was ich da eigentlich bauen möchte, ohne jetzt Wörter wie SSO und Lambdas zu verwenden oder ähnliche, ähnlich technische Dinge, und sie begriffen hat, was da passiert, dann weiß ich so, alles klar, safe, safe. Und meine Mama ist schlau. Davon gehe ich aus. Vielleicht eine ketzerische Frage, wenn ich jetzt jemanden in dieser Runde habe, der vielleicht High-Level-Management ist, reicht es dann aus, das bei meinen Eltern auszuprobieren und das so easy wie möglich zu verpacken? Hole ich denjenigen vielleicht nicht eher ab, wenn ich viele Buzzwörter, also es ist jetzt rein hypothetisch, wenn ich da das so ein bisschen vielleicht wissenschaftlicher untermauere oder wie auch immer? Doch, also deswegen sage ich, es ist wichtig. Also das eine ist es, die Idee so schnell wie möglich zu platzieren. Das ist dann einmal, also ich persönlich bin noch nie, sollte ich vielleicht mal machen, habe ich aber bis jetzt noch nicht gemacht, mit der nächsten Idee, anstatt halt irgendwie zu meinen Kollegen zu rennen, direkt zu Matthias Döpfner zu rennen bei uns. Habe ich noch nicht gemacht, mache ich vielleicht irgendwann. Und wenn ich meinem Kollegen die Idee erzähle, erzähle ich sie natürlich völlig anders, als wenn ich sie halt Matthias Döpfner erzähle, weil er völlig andere Interessen hat und völlig anderen Output dann wahrscheinlich auch hören möchte, als mein Teammitglied, was ich dann neben mir sitzen habe. Und das heißt, ich mache mir vorher Gedanken darüber, wem ich diese Idee erzähle, wem ich diesen Pitch bringe. Ich schneide diesen Pitch auch auf die Leute zu, die da mir gegenüber sitzen. Das ist schwierig, wenn man bei einem Hackathon irgendwie so ein Publikumsding hat, wo irgendwie 300 Leute sind, dann ist es schwierig. Und trotzdem frage ich nach, so wie ich vorhin bei dir gefragt habe, sind das jetzt Kollegen aus dem UX-Bereich, aus dem HR-Bereich, wer sitzt denn nachher in diesem Talk drin, damit ich ein besseres Gefühl dafür bekomme. So ähnlich mache ich das halt auch mit den Pitches. Ich stelle die Frage. Wir haben jetzt auch schon zwei Fragen in den Chat bekommen. Ich lese dir mal die erste vor. Wie gehst du mit traditionell hierarchischen Konzernstrukturen um? Ja, es gibt, ich habe mich durchgefragt, auch in San Francisco. Ich habe gefragt in den verschiedensten Firmen, wie sieht es denn aus, wie pitcht ihr denn? Und man mag gar nicht glauben, wie viele sagen, na, ich muss meine Idee zuerst meinem Vorgesetzten pitchen, bevor ich irgendwas anderes tue. Auch dem Vorgesetzten muss man seine Idee ja schmackhaft machen. Glücklicherweise, wenn man dann, also glücklicherweise muss man sagen, haben wir jetzt so ein Forum geschaffen, wo man eben nicht direkt mit dem Vorgesetzten spricht, sondern das relativ agnostisch von irgendwelchen Abteilungen und Vorgesetzten dann halt in einer Gruppe von, ich will nicht sagen Experten, aber in einer Gruppe von Menschen, die sehr heterogen sind, sich zusammengestellt haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jeder meiner Idee vorher immer meinem Vorgesetzten pitchen zu müssen, müsste ich echt, also dann werden die komplett alle auf ihn zugeschnitten oder auf sie. Mhm. Das ist nicht die leichteste Aufgabe und das ist auch nicht die leichteste Aufgabe, muss man sagen, wenn es keine Prozesse drumherum gibt, nachher dann diese Idee zu realisieren. Schön ist, wenn ein Unternehmen sich damit auseinandersetzt, muss ich sagen. Mhm. Und man nicht immer nur an die Budgetrunden gebunden ist. Auf jeden Fall. Ja. Wir haben noch eine Frage von Andreas. Andreas, magst du die einmal selber stellen? Ja, ich habe Folgendes. Gibt es Pitches, die angenommen werden, aber nicht umgesetzt, also praktisch über das Prototyping nicht drüber hinauskommen, ja, beziehungsweise auf der Strecke bleiben? Ja, gibt es. Es gibt immer Ideen, die man sich dann anguckt. Man fährt einen kleinen Test, man baut einen kleinen Prototypen und dann wird das überhaupt nicht angenommen von der Zielgruppe, der man das Ganze eigentlich als Produkt bringen möchte, ne, ihnen nahe bringen möchte, die nehmen das nicht an und dann stirbt dieser Prototyp auch. Also dann existiert er und man kann immer wieder mal davon erzählen, weil vielleicht ist in 5 Jahren der Markt dafür reif, aber es muss auch Ideen geben, die sterben, weil man möchte ja eine Validierung haben. Nicht jede Idee ist immer diejenige, die große Idee. Und das ist auch richtig. Also ich glaube auch daran, dass nicht alle Ideen immer zu einem Produkt werden müssen. Vielen Dank. Ja. Gibt es weitere Fragen? Ich habe
Ich habe noch auch eine ganze Menge, also. Ich hätte eine Frage, ist es denn vielleicht, wenn das so ist, sinnvoll, vielleicht sogar vor dem Prototyping lieber dann erstmal die Idee zu pitchen? Das kann man auch machen, genau. Also es kommt immer darauf an, was das eigene Unternehmen eben oder was das eigene Team, also in welchem Konstrukt du auch arbeitest, dann was angeboten wird als Framework. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist, mit wem habe ich gesprochen? Entschuldigung. Ich bin Software-Architekt, ja. Genau. Wenn du jetzt in deinem normalen Konstrukt mit Scrum oder Kanban, also je nachdem, wie du aufgestellt bist, halt arbeitest, dann kannst du die Idee ja versuchen, ins klassische Product Backlog reinzupacken. Wenn das nicht funktioniert, weil die Roadmap schon voll ist und so weiter und so fort, dann ist es ja tatsächlich auch eine Abwägung mit dem Product Owner, Manager, ob das etwas ist, was man halt dann doch angehen sollte. Also man pitcht ja dann, wenn du Software-Architekt bist, dann pitchst du ja im Grunde vor deinem Product Manager an der Stelle. Oder du machst dir, was wahrscheinlich noch sehr viel effizienter ist, du machst dir deinen Product Manager zum Mitstreiter und ihr pitcht das Ganze vor dem Stakeholder, der eben ein Stück weit die Roadmap innehat. Ja, okay. Wir haben zum Beispiel bei uns in den Teams auch so eine Art Fun Day. Das heißt, wir haben irgendwie alle paar Wochen, kann man sich mal einen Tag für sich nehmen. Das ist dann vielleicht sinnvoll, wenn man weiß, es gibt eigentlich gar keine Zeit dafür, einen Fun Day, so ein Prototype trotzdem einfach zu machen. Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Das ist, ja. Man muss natürlich diejenigen überzeugen, die dabei mitmachen sollen. Also das klassische, hey, ich habe da eine Idee, habt ihr Lust mitzumachen bei der ganzen Geschichte? Das ist ja auch ein Pitch. Und das, was dabei rauskommt übrigens, dieser Prototyp, den ihr nach diesem einen Fun Day dann zur Verfügung habt, gebaut habt, oder der dauert mehrere Fun Days, also je nachdem, wie groß das Ding ist, das könnt ihr ja dann wiederum der nächsten Ebene vorstellen. Das ist dann vielleicht die Antwort auf das Thema Konzern und größere Unternehmen und hierarchische Strukturen. Ja, okay. Da habe ich jetzt schon rausgehört, ihr arbeitet auf jeden Fall schon so, dass ihr diese Fun Days habt. Das sind ja auch schon Sachen, die ich schon mal mit Rosanna so besprochen hatte. Also ihr habt schon eine coole Kultur bei euch bei Universal Music zu dem Thema. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon überall in allen Abteilungen so durchgedrungen ist, aber wir sind bei der IT da, glaube ich, so ein bisschen Vorreiter auch. Ich bin ja übrigens auch dafür, dass bei Axel Springer eben halt nicht nur, selbst wenn es digitale Themen sind, die wir uns halt im Ideation Council vorgenommen haben, möchte ich, dass jeder, der eine Idee hat, trotzdem zu uns kommt. Also mir ist es egal, was es für eine Idee ist. Und wenn die Leute sagen, es sind eben Chicken Crossies in der Küche oder in der Mensa, dann helfe ich ihnen, Kontakt zu finden, der kochen kann und irgendwie sie zu verbinden. Das ist vielleicht jetzt nichts, was ich direkt irgendwie mit in die Umsetzung nehmen kann. Aber wichtig ist, dass auch der Controller kommt, auch People and Culture kommt. Was für Rollen fallen mir jetzt spontan noch alle ein? Hilft mir. Buchhaltung, typische administrativere Berufe, Marketing. Legal. Die haben auch Ideen. Legal. Genau. Also warum nicht? Auch diese Menschen haben immer schon Ideen zu Prozessoptimierungen, zu neuen Features, die sie aus X oder Y brauchen. Wir in der IT sind halt häufig geübter daran, weil wir das halt häufiger machen. Pitchen ist eine Übungssache. Ich habe meine ersten Pitches sind glorreich daneben gegangen und ich wurde immer spitzer von der Stimme her. Pitchen ist eine Übungssache. Ich hätte eine Frage, wie oft setzt ihr euch zusammen für die Pitch, also prinzipiell das Gremium? Geht ihr einmal im Monat oder wie viele Pitches macht ihr so durchschnittlich in der Zeit dann? Also es läuft wie folgt. Ich habe, mein Telefon ist permanent auf Standby. Wenn jemand eine Idee hat, dann ruft er mich an oder schreibt mir eine E-Mail. Und wenn er dann das Ganze als Pitch für das Ideation Council ausarbeiten möchte, dann sitze ich mit ihm, bis er mich nicht mehr sehen kann oder sie. Beziehungsweise bis er oder sie sich fit fühlt und ich übrigens auch das Gefühl habe, dass er fit ist, damit er eben im Council vernünftig auftreten kann. Das Council hat einen fluktuierenden Rahmen. Wir haben das erste gehabt im Januar und ich habe jetzt lange Zeit, muss ich gestehen, nach Leuten gesucht, die halt die nächsten Ideen halt nicht haben, aber zumindest damit um die Ecke kommen, weil auch wir eben in der Corona-Zeit vor allem bis Oberkante, Unterlippe voll mit Arbeit gewesen sind und die Leute halt dafür nicht mehr so viel Zeit hatten. Was ich stattdessen mache, ist, ich rufe die Leute jetzt an und frage, ob sie Zeit haben für ein Brainstorming. Kein klassisches Brainstorming, sondern
ich rufe sie an und frage, erzähl mir von deinem Alltag. Was nervt dich in deinem Alltag? Und dann verbinde ich die Menschen und schaue, du hast dieses Problem, du hast dieses Problem, ihr solltet miteinander reden, da könnte ein Pitch am Ende dabei rauskommen. Und ob das jetzt, ob das Council selber regelmäßiger in Zukunft stattfinden kann, ja, ich fülle diese Pipeline, aber es gibt keinen festen Tonus. So häufig es eben geht, wäre mir am liebsten. Also einmal die Woche wird wahrscheinlich zu viel, weil das würde ja bedeuten, wir nehmen 3 Pitches pro Council an. Und warum? Weil jeder Pitchende kriegt 20 Minuten Zeit insgesamt, um seine Idee zu pitchen einerseits und Feedback bzw. Fragen zu beantworten andererseits. Also 3 Minuten Pitch und der Rest Zeit für Rückfragen ist für mich so eine ideale Ratio. Wenn sich das ein bisschen verschiebt, ist auch cool. Es geht nur darum, dass die Leute genug Zeit haben, Fragen zu stellen hinterher. Und wenn ihr euch vorstellt... Entschuldigung, machst du diese Aufgabe Vollzeit eigentlich? Diese die Ideen sammeln und verbreitern? Und so? Ja. Und ich habe hier so ein Pompon-Ding. Also es ist wirklich echt eine coole Aufgabe, muss ich sagen. Wenn ich es raushole, macht das Mikro nicht mehr mit. Jetzt, sage ich mal, kommen die Ideen ja nicht von irgendwo. Und man hat vielleicht mal eine gute Idee, aber sie kommen ja auch nicht so regelmäßig. Und du hast auch vorhin erzählt, dass du dann den Leuten auch eher hinterherläufst und dann nochmal an der Idee nachhältst oder sie auch im Alltag befragst. Hast du irgendwelche Methoden oder Strategien, wie du an noch mehr Ideen kommst oder wie du die Leute zum kreativen Denken vielleicht animieren kannst? Also im ersten Schritt ist es so, wir bieten in vielen Situationen bei den Hackathons oder bei, wir haben auch eine TechCon, nennen wir das, bei Axel Springer, einmal im Jahr, wo sich alle Tech-Leute treffen und so, da bieten wir so Workshops an. Es gibt eine Kollegin, die bietet so einen Moonshot-Workshop an. Ich habe das noch nicht gemacht, werde ich aber wahrscheinlich in Zukunft machen. Und ansonsten bin ich ein Fan eben von diesem pragmatischen, auf die Leute zugehen und ihnen Fragen stellen. Denn ganz häufig, wenn man sie darum bittet und dann so ganz, ganz tief und nahe dann, hey, wenn du eine Idee hast, komm doch bitte auf mich zu, dann sind die Leute erstmal blockiert, oh Gott, ich habe gar keine Idee, was ist denn die Idee? Aber wenn sie dir aus ihrem Alltag erzählen, kriegst du sehr viel, sehr viel, sehr schnell mit und man hilft ihnen auch dabei, diese Idee zu shapen. Ich habe dafür keinen Namen, wenn ich ehrlich bin, das ist jetzt irgendwie so mein self erfunden Help-Process, den ich mir überlegt habe. Stellst du dann eher so Fragen nach dem Problem oder wie könnte mein perfekter Tag aussehen? Oder was? Also ich frage tatsächlich so, erzähl mir ein bisschen was aus deinem Alltag. Also es klingt ein bisschen sehr verrückt, aber es funktioniert. Erzähl mir, wie läufst du deinen Alltag ab und was nervt dich in deinem Alltag? Und dann kriegt man relativ schnell Probleme erzählt. Ich mag es nicht, dass während Corona geonboardet wurde, habe ich meine Kollegen nicht kennengelernt, weil wir durften alle nicht ins Büro. Es wäre echt toll, weil ich sehe die Menschen, die haben alle ihre Kamera aus und ich kenne kein Schwein. Und dann, meinst du, ich habe verstanden, dass das und das dein Problem ist. Ja, das wäre doch echt cool, wenn wir sowas über VR machen könnten in Zukunft. Und ich so, geil. Also ich muss ihnen ja nicht auf die Sprünge helfen, sondern was ich mache, ist, ich frage, was tut weh? Und dann kommen sie von alleine drauf. Aber ich werde in Zukunft, also um die Frage zu beantworten, ich werde wahrscheinlich in Zukunft auch, ich kriege nächste Woche eine Design-Sprint-Schulung. Da werde ich mir selber halt auch noch ein paar Tools antun dafür. Und sehr cool. Zur Hand nehmen. Genau. Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten hast du gerade auch erzählt, dass der Pitch 3 Minuten gehen soll. Und da bin ich kurz zusammengezuckt. 3 Minuten ist schon sportlich. Ja. Ist es realistisch? Es fühlt sich sportlich an. Ist es gängig? Ist es realistisch? Warum 3 Minuten? Wie kann man das gut straffen? Oder hast du eher das Gefühl, dass es zu viel Zeit ist? Nee, true story, warum 3 Minuten? True story. Ich habe für einen der Pitches, die im Ideation Council gelaufen sind, habe ich angefangen zu recherchieren, was ist die Aufmerksamkeitsspanne?
einer Person. Über Video, weil wir die Pitches, weil das ganze Ideation Council gestartet ist während Corona. Und ich wollte wissen, bevor die Leute komplett wegdriften, ihre Kameras ausmachen, in der Küche kochen gehen oder was auch immer dann halt so nebenbei passiert, wie lange kann ich sie bei der Stange halten? Und kann dieser Kollege, das ist Research gewesen, dass ich eben für diesen einen Kollegen halt mitgemacht habe. Und dann habe ich halt bei LinkedIn gefragt, wo konsumierst du erstens deinen Content? Dann kam raus, ganz viele konsumieren X und Y, den Afterwork-Content. Und wenn du Videocontent konsumierst, dann habe ich so eine Skala abgefragt. Ich glaube, es war 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten und ich glaube nochmal 10 Minuten. Und die meisten sind halt bei zwischen 3 und 5 Minuten. 1 Minute ist zu kurz, kriegt man vielleicht nicht genug mit. 10 Minuten ist zu lang. Da driften die Leute weg. Und das merkt man halt auch, wenn man in Meetings drin sitzt, relativ schnell, egal ob es ein Pitch ist oder ein normales Meeting, wenn die Augen woanders hingehen oder wenn die Körperhaltung halt eine andere ist oder und das versuche ich halt durch diese 3 Minuten zu verkürzen, dass die Leute wirklich bei der Stange bleiben, dass sie dem Pitchenden zuhören. Und das funktioniert. Und zwar nutze ich das auch gerne für meine eigenen Pitches, also jetzt nicht die 3 Minuten, aber so kurz wie möglich. So kurz wie möglich, so lang wie nötig. Und manche würden sagen, 15 Minuten ist die Länge, die ich brauche. Aber sei dir im Klaren, dass deine Zielgruppe nicht 15 Minuten zuhören wird. Und deswegen sind die 3 Minuten einfach, ich finde, so ein schönes, goldenes Ding. Ich werde niemanden so die Kamera abschalten oder irgendwas, wenn er 5 Minuten braucht. Aber ihm muss klar sein, dass er die Leute verliert, die auf der anderen Seite sind. Seid ihr noch da? Ja. Okay. Da hätte ich noch eine Frage. Hast du denn schon mal sowas wie einen interaktiven Pitch probiert? Nee. Also sprich, die Leute sozusagen in die Idee mitzunehmen. Also hört mal zu, hier, das ist die Sache. Und nee, das haben wir noch nicht gemacht. Mm-mm. Ja. Ich überlege, was du jetzt gerade, weil du sagtest, die Aufmerksamkeitsspanne, weil da nimmt man die Leute ja mit und sie müssen ja aufmerksam sein, überhaupt dann mitzumachen. Ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, für ein geschlossenes Teamkonstrukt, wo alle vom selben sprechen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hab ein Softwareentwicklungsteam und jemand pitcht dort eine Idee und sagt so, ich glaube, wir könnten das und das so lösen. Und dann kommen die Ideen, was denkt ihr denn? Gibt es einen besseren Weg? Und dann kommen die zugeflogen. Wenn du aber so viele, wenn du so eine heterogene Gruppe hast und die einen verstehen nicht wirklich das entweder das Businessmodell oder die Software, also das, was du ihnen versuchst, sehr agnostisch zu erklären, dann könnte das sein, dass es nach hinten losgeht. Ich glaube, das ist was eher für heterogene Gruppen. Aber ich möchte mich nicht darauf festlegen, weil ich habe es noch nicht ausprobiert. Okay. Wir haben noch eine Frage von. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich schon da bin. Ja, ich bin schon da. Ich wollte fragen: gibt es irgendwelche Tipps von dir, was man im Zweifelsfall für Tools benutzen sollte, um so einen Pitch zu machen? Also, das, was du jetzt gerade mit uns machst, ist ja sehr spacig. Das haben wir im Zweifelsfall ja nicht alle, auch in der Corona-Zeit, dass wir also hier mit coolen Hintergründen und eine geile Präsi da reinbiegen können. Was für Erfahrung hast du da? Je schriller und cooler irgendwie so eine Präsi, kann man die Leute eher einfangen? Oder soll ich, wenn es tatsächlich um technische Themen geht, soll ich es dann eher so technisch gestalten, also sehr einfach? Oder wie was für Ideen hast du? Oder Tipps meine ich, also nicht Ideen, sondern was bisher am besten gelaufen ist. Das ist eine Frage des eigenen Stils aus meiner Sicht. Ich persönlich bin halt so der schrille Typ und habe festgestellt, dass das für mich gut funktioniert. Ich habe übrigens alle meine Pitches, die ich jemals in der Ideas Engineering gebracht habe, habe ich mit Geschichten von Disney gefüllt. Wenn ich irgendwas mit einem Matchmaking-Algorithmus machen wollte, habe ich irgendwie 2 Prinzessinnen gematcht. Oder wenn ich irgendwie was kopieren wollte, habe ich die Dalmatiner als Analogie genommen. Das ist so mein Ding. Es gibt Leute, die packen irgendwie nur 3 schwarze Slides hin oder 4 schwarze Slides hin und die haben auch großartigen Erfolg. Und in puncto Tools, ich schwöre, und nein, es gibt keinen Affiliate-Link dazu, aber ich nutze... Jetzt muss ich den. Kann man das hier unten sehen? Nee. Ich nutze Canva.
Das ist ein freies Tool, CANVA. Das ist ein freies Tool, um so eine Präsentation zu gestalten. Und dann habe ich halt einfach einen Hintergrund genommen, der ein Video ist. Also das ist nichts anderes als halt irgendwie eine PowerPoint mit einem witzigen Hintergrund im Moment, was ich hier mache. Okay. Der spacige Teil dahinter, das ist mein Mann, Tarek the Magnificent, der hier mit OBS im Hintergrund sitzt und Stefanie mir in die Präse reinpastet und euch mit reinpastet. Aber das muss alles nicht sein. Und das nutze ich auch nicht für meine eigenen Pitches. Das ist nur jetzt Präsentation. Ja, aber es geht ja auch darum, je cooler man sich dem, mit der eigenen Präsentationsmethodik identifiziert, umso sicherer ist man ja auch. Das denke ich einfach. Ja, umso mehr du dich damit halt selber wohlfühlst in deinem eigenen Körper, in deinem, wie du das dann nachher vorstellst, desto besser wird dein Pitch werden, das stimmt. Und ja, also jeder pitcht anders. Ich habe die Kollegen, die bis jetzt gepitcht haben, einer hatte eine weiße Präse mit blauem Hintergrund, der andere hat einfach sich ein bisschen helfen lassen von UX, PowerPoint alles gewesen. Ganz ehrlich. Ich bin aber auch ein Fan davon, überhaupt gar keine Präse zu machen. Einer meiner Tipps ist, alle in der Audience bitte mal ganz kurz die Augen zu machen. Klingt jetzt creepy, ihr seht mich dann nicht mehr, aber mal kurz Augen zu machen und tief durchatmen. Ihr habt auf der rechten Schulter einen kleinen Engel und auf der linken Schulter einen kleinen Teufel. Und der rechte, der Engel, fragt euch, was willst du heute Abend essen? Und der Teufel sagt, ein Burger. Und der rechte sagt, ja, aber das kannst du nicht machen, du nimmst zu und das ist super ungesund und überhaupt Fleisch. Und der linke sagt, ja, aber da gibt es übrigens diese Abnehmpille. Ja. Stellt euch vor, und jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen, stellt euch vor, es gäbe etwas, wie ich halt tatsächlich irgendeine Conversational AI oder sonst irgendwas, womit ich halt mit meinem rechten und mit meiner linken Schulter tatsächlich sprechen könnte und ihnen erzählen könnte, wie mein Tag so gelaufen ist, was ich jetzt essen möchte. Und ich könnte beide Werbeplätze belegen, nach Musik fragen, nach der neuesten Festplatte, eine Unterhaltung führen, tatsächlich eine echte Unterhaltung führen. Ich habe dafür keine PowerPoint gebraucht. Das ist etwas, das kann man einfach so nebenbei machen. Danke. Wahrscheinlich ist es aber auch so, je überzeugter man von seiner Idee ist, umso mehr Energie wird man da wahrscheinlich auch in die Präsentation stecken. Ja, aber man braucht nicht tatsächlich eine Präse. Also man kann es auch komplett ohne Präse machen. Also ich meine Präsentation in den Pitch. Ja. Stecken. Mhm. Richtig. Vielleicht eine allerletzte Frage. Wir haben gleich eine Punktlandung. Was würdest du uns jetzt noch allen irgendwie mitgeben oder was kann ich meinen Teammitgliedern mitgeben, die jetzt die letzte Stunde nicht gesehen haben? Welche Fragen kann ich ihnen stellen, dass wir alle so ein bisschen kreativer werden und an Ideen denken, Ideen generieren oder vielleicht auch sehen, was für Probleme wir haben und daraus eine Idee generieren? Wie kann ich dir helfen? Das ist eine super gute Frage. Was läuft in deinem Alltag, was gefällt dir nicht in deinem Alltag und wie könnte ich dir dabei helfen? Oder wie könnte man oder dir Service XY dabei helfen? Wie könnte man dir helfen in deinem Alltag? Und dann erzählen die Leute, was ihnen eigentlich wehtut. Es gibt keine blöden Ideen. Ich bin fest überzeugt davon, es gibt keine blöden Ideen. Es ist nur eine blöde Redewendung. Menschen müssen Pitchen üben. Das ist auch wichtig. Und ihr müsst Spaß dabei haben. Wenn ihr keinen Spaß habt, dann bringt ihr das auch nicht rüber. Und dieses Ding mit dem Spaß, auch wenn ich jetzt hier so ein bisschen clownsmäßig durch die Gegend tanze, also mir hat es Spaß gemacht, das Ganze hier vorzubereiten. Ich hätte es nicht gemacht, wahrscheinlich, wenn ich nicht Spaß dabei gehabt hätte. Das merkt man. Das ist ein schöner Schlusssatz und ich sehe schon, dass viele schon gegangen sind. Vielen, vielen Dank für die letzte Stunde, Alex. Oh. Danke euch. Tschüss. Danke, Rosanna. Danke, Stefanie. So, und Tarek hatten wir schon. Genau, das ist meine Abschlussfolie.